Hallo meine Lieben, in diesem Video erkläre ich den Nähbegriff Acetat. Also Acetat ist ein Stoff, der chemisch hergestellt wird und somit keine Baumwollanteile enthält. Deshalb musst du beim Bügeln und beim Waschen darauf achten, dass du sie nicht zu heiß bügelst oder wäschst. Denn wenn dies passieren sollte, dann kann es passieren, dass der Stoff schmilzt. Das gilt genauso, wenn du den Stoff bügelst und der ein bisschen zu heiß gebügelt wird und du beim Bügeln aus Versehen eine Falte einbügelst, dann bleibt diese Falte für immer da, das heißt, du kannst diese auch nicht mehr wegbügeln. Acetat benutzt man auch oft als Ersatz von Seidenstoff oder auch für Entenfutter oder auch als Taftstoff. Acetat glänzt leicht und wird auch sehr gerne als Ersatz von Seide verwendet. Du kannst auch super daraus Blusen nähen oder andere Teile. Nur bevor du anfängst zu nähen, musst du bedenken, dass der Stoff keinen Schweiß aufsaugt. Also das heißt, wenn du jetzt leicht schwitzen solltest, dann bleibt der Schweiß auf der Haut. Deshalb musst du vorher gut überlegen, ob du das auch wirklich aus Acetatstoff nähen möchtest. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn du weitere kostenlose Nählexikon-Videos sehen möchtest, dann schau einfach unseren Nähblog vorbei, einfach unter www.dots-designs.de/lexikon. Und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Deine Jana.